Sie haben ein Projekt in Rovio für 4 Reihenhäuser. Ja. Ein besonderer Ort für Sie, oder nicht? Ja, mir ist ein Ort, der mir sehr gefällt. Es ist ein sehr schönes Dorf. Rovio ist der Ort, wo auch Dieter Carloni angefangen mit seiner Casa Balmelli. Ja, genau. Muss man also sagen, dass das Haus von Carloni gefällt mir sehr. Ja. Sehr interessantes Gebäude. Was ist die Idee am Projekt? Die Idee ist in so einem Hang, ja, im Dorf, sind 4 Häuser zu planen. Es gibt einen Wald, ja. Es gibt eine interessante Aussicht, weil sie ist nicht total offen, ja. Das gefällt mir, diese Aussichten, die nicht total Panoramasichten sind, ja. Das gefällt mir sehr. Und darum haben wir versucht, 4 Reihenhäuser zu bauen, ja. Der Bauherr hat nicht gesagt, ich will 4 Reihenhäuser. Er wollte einige Häuser, nicht einmal gesagt, wie viele, 2, 3, 4. Aber man muss sagen, ist einer der guten Bauherren, die wir gehabt haben. Ja. Wann ist ein Bauherr gut? Wann ist er gut, ein Bauherr? Wenn er stellt die richtigen Fragen, ja, die guten Fragen, und wenn er nicht eindringt in die Spezifizität unserer Arbeit. Das heißt, die schlimmsten Kunden sind immer normalerweise Leute, die neben Architektur arbeiten. Alle, die glauben, sie verstehen etwas von Architektur. Ja. Das sind die schlimmsten. Ja. Und im Generellen die Intellektuellen. Sie haben sicher wieder den Ort gelesen. Ja, erstens, wir wollten so verdichten, wie man kann, um das wenig von Natur, die es noch dort ist, zu erhalten. Ja. Und so ist das Wald hinten, sind die Wiesen, ja, links und rechts. Und so sollten wir dieses Projekt so dicht wie möglich noch zusammenschließen. Ja. Das heißt, dass Artifizielle, das Künstliche, sollte weg von der Natur, no? Sich sehr präzise stellen. Ja? Das war eine der Problematiken. Das andere war, wir sind in den Hang und der Architekt, der in den Hang baut, ist gezwungen, eine Horizontale reinzutun, weil die Leute die Neigung neben schliefen. Ja? Darum müssen wir die Horizontale reintun. Und darum ist dieses Thema rausgekommen von das Haus und die Horizontale auch außerhalb. Ja? Der teilt sich total von der Natur aus. Ja? Das ist ein künstliches Boden. Ja? Und darum, wir lassen es auch präzise anerkennen. Ja? Und darum gibt es auch immer das Hauptgebäude hinten und ein Nebengebäude. Weil in fast alle meine Projekte versuche ich immer, ein Terrain voll zu bauen. Das heißt, von Anfang bis Ende, ja, um den ganzen Terrain mitzunehmen. Ja. Und so auch hier, zum Beispiel der Mensch, der wohnt da, hat seinen Bezugsort da. Und von da hat er die schönste Aussicht auf dem See. Und sie hat die Aussicht auch da, hinter einem Rahmen. Ja. Das ist auch wichtig. Und dann sollte man noch die Parkierungen, das ist immer ein Problem untertan. Und darum haben wir entschieden, 4 geteilte Häuser zu machen. Ja. Obwohl sie nebeneinander stehen, aber jeder hat seine Privatheit. Ja. Das kann man vielleicht da besser lesen. Hier. Der Weg, also ich versuche mal den Weg zu beschreiben, man geht mit Auto, ist die Straße, die Straße. Und hier, das sind die Garage, ja, die Auto. Auf dieser Seite gibt es ein kleines Bach, da, der runterfällt. Und da, in diesem Punkt, da eine alte Kapelle. Eine Kapelle mit einer Madonna drin. Ja. Ja, hier ist sie genau da, am Ende von diesem Raum. Ist auch interessant. Mich interessiert noch diese, also es ist doch ein bisschen eine Kaskadentreppe. Ja. Die folgt dann einfach dem Hang. Ja. Und zwar auch im Haus. Also man geht auch im Haus. Ja. Ich habe noch gestaunt, als ich das erste Mal gesehen habe, dass sie dann... Weil von da steigt man, dann tritt man in diesem ersten Teil da. Das sind eine kleine Wohnung, ja,
für Freunde oder so hier. Und dann kommt man da raus, ja, auf dem Garten, und dann geht man wieder rauf und dann man sieht außerhalb, da ist der Wald. Ja, da sieht man Seite. Das erste Mal den Wald ja, eigentlich, genau. Vorher man, nicht. Ja, genau. Am Ende ist der Wald. Mhm. So haben wir die zwei Landschaften, ja, der Wald und der See am Ende da, no? zwei Seiten. Mhm. Sind zwei Schlafzimmer, eine vorne und eine hinten. Und da haben wir den Korridor etwa verlängert da. Auch ein Thema des Hauses war noch diese Privatheit. Ja. War ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema, also privat gegenüber die Häuser. Den Nachbarn. Haus, Nachbarn, links und rechts gibt es zwei Nachbarn. Und auch die Selbstständigkeit von jedem Haus. Auf alle Fälle, der Wohnzimmer ist fast 4 Meter hoch. Ja? Normalerweise 2,50 Meter und so. Und der obere Geschoss ist normal, ein normales Geschoss von 2,40, 2,50. Aber es gibt Situationen mit der Treppe, die die Höhe noch größer machen, ja? Weil die zwei Stockwerke kommen zusammen dort. Ja? Und darum hat dieses Wohnzimmer verschiedene Situationen von Höhe. No? Und die Breite ist ungefähr fast 6 Meter, 5, etwas ja, Meter. Und das scheint mir eine vernünftige. Und warum ist diese 4 Meter Höhe? Warum wollten Sie unbedingt diese 4 Meter Höhe? Diese 4 Meter Höhe, um eine größere, sagen wir, Raumgenuss zu geben. Ja. Das heißt, das Hohe und das Niedrige. Ja. Die zwei Räume, nicht immer das Gleiche. Ja. Das war um eine Verschiedenheit dort hinzubringen. Und dazu war auch das Problem wegen der Niveau no, vom Terrain. Wir wollten mit dem Zimmer rausgehen auf dem höheren ja, Garten. Und es ergibt sich schon von der Schnitt aus diese unterschiedliche Höhe. Ja. Sonst hätten wir, nicht so hoch machen, dann hätten wir da sicher ein paar noch Stufen und so, um raufzugehen, das war dumm. Ja. Darum haben wir vorgezogen, den Wohnzimmer höher zu machen. Ja. Das Haus wird, nehme ich an, in Beton sein? Ist in Beton, ja. Sie ist Beton. Wie fast alle unsere Häuser. Nicht alle, aber fast alle. Ja. Ist auch ein Material, das mir sehr gefällt, weil es das empfindlichste Material, das ich kenne. Ja. Empfindlich, Beton. Warum? Weil er reagiert über alles. Ja. Der Beton ist sehr schwierig, es zu machen, es gut zu machen, weil er so empfindlich ist. Das heißt, es genügt, man betoniert einmal, wenn es regnet, und einmal, wenn es Sonne gibt. Der Beton ist anders. Ja. Das heißt, jeder kleine no, Unterschied vom Wetter, von der Schalung aus, gibt sofort eine Reaktion im Beton. Darum ist es nicht leicht, ein vernünftiges, einheitliches Beton zu machen. Ja. Ist das Ziel des Projektes, ja, dass die Häuser einheitlich sind? Ja, so einheitlich wie möglich. Ja. Ich möchte, dass das Ganze wie etwas einzig ist. Ja. Ein Ganzes. Ein Ganzes, ja.